Hallo, Abonnent, Bekannte, wer auch immer das hört. Ich habe von einem Abonnenten zwei YouTube-Videolinks bekommen und hatte gesagt, geschrieben, hört ihr das mal an. Da habe ich drauf geklickt, Horoskop für jetzt bis Ende Februar ungefähr so. Gut, also 2021 rein. Und das hört sich eigentlich einerseits sehr schlimm an, was kommen wird. Das andere ist, es hört sich aber auch gut an, was dann entsteht. Jetzt kann man sagen, okay, Horoskope, ja, da kann ich ja auch in die Glaskugel schauen, kein Problem. Dann macht doch da einfach dasselbe wie ich. Geht ihr auf den Kanal, Link ist da drinnen, Videos, und dann stellt ihr ein Neueste zuerst und dann scrollt ihr runter, dass ihr dann irgendwann mal ein Horoskop findet vom März 2020. So. Es gibt doch nichts Besseres, als wenn man ein Horoskop vom März 2020 hört, wie es denn 2020 laufen wird, was alles passieren wird und. Und man sich zurückerinnert und sagt, jo, stimmt. Das ist vertrauensbildende Maßnahmen, oder? Zuerst ist man skeptisch, dann guckt man nach. Nicht einfach nur glauben, nachschauen. Die Savannah hat dann noch weitere Horoskope gemacht, durch Video und so. Und ich habe sehr viel Zeit jetzt verbracht, um das Ganze mal anzuhören und zu schauen, was passiert ist. Von der Vergangenheit bis jetzt. Wenn ich das schlussendlich so zusammenfassen darf, ist es einfach. Egal, ob jetzt Trump die Hilfe bringt oder Q oder Anonymous oder von mir aus die Zeugen Jehovas, ich bin überzeugt, es wird gut. Weil wenn man die Daten anschaut, die sie da erwähnt, ab dem 21.01. bis zum 30.01. wird es ganz schlimm, dann geht's los und dann wird es noch schlimmer. Und am 1. März hört man nichts mehr. Sie erklärt das sehr eindrücklich, wie das funktioniert. Man kann die Videos anschauen. Man muss sich aber die Zeit nehmen und nicht einfach nur glauben, ja, ist so. Und dann bemerkt ihr einfach, dass man in einer Ruhe sagen kann, okay, es wird schlimm, es wird vielleicht noch sehr schlimm, aber ich stelle mich darauf ein, weil das Endergebnis wird gut sein. Ist doch cool. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Fußballmatch und ihr liegt 5-0 hinten an. Und ihr wisst, dass ihr 6-5 gewinnt. Ja, das ist doch kein Problem. Dann spielen wir einfach. Es ist keine Panik drinnen. Wir verlieren das Spiel. Wir können nur noch aufgeben. Und was sollen wir nur tun? Einfach weitermachen. Man kann sich auf die Feier darauf vorbereiten. Man kann auch sagen, okay, es wird noch schlimm, 5-0 aufzuholen und dann noch zu gewinnen. Aber scheiß drauf, machen wir einfach. Hört sich einfach an. Aber wenn man sich das verinnerlicht, ganz in Ruhe, dann merkt man, es funktioniert. Lass die ganzen Kriegsschauplätze da stehen und konzentrier dich einfach auch mal auf das Gute. Sei auf das Schlechte vorbereitet. Freu dich auf das Gute und mein Ziel ist es seit einiger Zeit, eine Boomparty im Frühling zu machen. Meine Idee wäre Ostern 2021, wird anhand der vielleicht Größe ein bisschen kurzfristig, aber vielleicht machbar. Ansonsten habe ich Pfingsten im Auge. Das aber nicht, weil es später wird, sondern wegen der Organisation. Ja, und dann sehen wir uns alle mal persönlich, wir treffen uns, wir unterhalten uns, wir lachen und schauen zurück und sagen, Mann, war das ein scheiß Jahr. Und wenn ihr das Horoskop anschaut, dann achtet darauf, die Savannah sagt, das astrologische Jahr geht immer von März bis März, nicht vom Januar bis Dezember, sondern von März bis Ende Februar. Und wenn man das überlegt, Achtung, September, Septimus 7, Oktober, Oktus, hast du nicht gesehen, 8, November, 9, Dezember, 10, und jetzt nehmen wir Januar 11, Februar 12, Ende Februar ist, Silvester, 1. März,
fängt das Jahr an. Ist das plausibel? Ich habe das mal irgendwann in der Schule gelernt mit dem Septimus Octus und Octopus und hast du nicht gesehen, aber ist doch plausibel. Brauchst du noch mehr Infos? Schau dir einfach die Videos an. Hör dir Savannah mal zu, wie sie das sagt. Ich höre so gerne zu. Macht Spaß. Und wenn du einen Moment Zeit hast, das sind kurze Videos. 10 Minuten da, 15 Minuten da, 8 Minuten da. Und du wirst sehen, dir wird sehr schnell besser gehen. In diesem Sinne, danke vielmals fürs Zuhören. Und jetzt klick dich auf die Link 1, Link 2, Kanal, Videos durchschauen, nachprüfen und dann schauen wir mal, wie weit du kommst. Ich danke dir für das Teilen und ich wünsche dir viel Spaß. Falls wir uns nicht hören, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, in das echte neue Jahr. Tschüss!